herzlich willkommen und schönen guten Tag zu eurem Lieblingsreisemagazin und vielen, vielen Dank für die wunderbaren Bilder, die ihr uns geschickt habt. Machen wir heute wieder, heute zum Thema Show. Apropos Show, wer wird Millionär? Der Gewinner Joshua an Bord hat eine richtig gute Idee gehabt, was er mit seinem Preis macht. Dann waren Kinder auf der Brücke und Boris Henn begleitet uns nach Helsinki. Viel Spaß! An Bord war ein Gast namens Joshua und der hat beim Wer wird Millionär mitgespielt und er hat sich richtig gut geschlagen und am Ende hat er was gewonnen, aber das Interessante ist, was er mit seinem Preis gemacht hat. Aber guckt selbst. Ein Applaus für unseren zweiten Kandidaten. Hallo. Und auf einmal sieht man so die eigene Nummer mit der schnellsten Zeit und dann schlug das Herz schon bis aus dem Hals raus. Also das war ein ganz, ganz komisches Gefühl. Also ich war so aufgeregt, war ich noch nie. Was würdest du tun mit einer 14-tägigen Karibikreise? Die würde ich meiner Mutter und meinem Stiefvater schenken. Tatsächlich? Ja, es war eine riesengroße Überraschung. Wir haben überhaupt gar nicht damit gerechnet. Wir wären auf alles andere gekommen, aber nicht darauf. Als ich gehört habe, für zwei Personen die Reise, da weiß ich nicht, es war einfach so ein Bauchgefühl, wo ich dachte, die haben mich überhaupt erst hier in die Situation gebracht. Das wäre doch eine schöne Sache, das zurückzugeben. Dann starten wir mit der Frage Nummer 1. Wir spielen um 50 Punkte. Was sieht der Mensch oft vor lauter Bäumen nicht mehr? Den Wald. Oh, er war schon richtig aufgeregt, ne? Ja, wenn man ihn kennt, dann sieht man das schon, dass er so ein bisschen aufgeregt ist. Aber er hat das schon sehr souverän gemacht. Mit welchem Fachbegriff wird die Kinderheilkunde bezeichnet? Aber wenn man dann nach vorne sitzt, dann geht es halt um was. Und wenn man zu Hause ist, die Fragen beantwortet, dann, wenn man sie falsch hat, okay, ist egal, nächste Frage geht weiter. Aber jetzt, wenn man selber auf dem Stuhl sitzt, dann darf man gehen, wenn man falsch ist. Und das spielt immer im Hinterkopf mit und deswegen denkt man auch über die einfachsten Fragen 4-5 Mal nach, bevor man sich festlegt. Was wir wussten, da waren wir uns gleich ganz einig. Bei Pädiatrie. Ja, Kinderpädiatrie. Da haben wir gesagt, oh nein, nichts Pädagogik. Pädiatrie ist die richtige Antwort. Jawohl! Oh, du machst mich fertig. Denkt sich so, wenn man das jetzt objektiv nochmal später sich angucken kann, denke auch, eigentlich hättest du das besser gewusst oder besser machen können. Aber wie gesagt, wenn man da vorne sitzt, dann ist man so verunsichert, weil es halt um was geht. Du hast jetzt bereits eine 7-tägige Reise im Mittelmeer oder auf den Kanaren gewonnen, auf einer Balkonkabine für 2 Personen. Ach, das ist ja schön. Schwierig für mich war natürlich die letzte Frage, wo ich dann auch das Zepter abgegeben habe. Also 3 europäische Länder, die nicht am Äquator liegen, hätte ich dir sagen können. Aber ich habe überlegt zu zocken, aber die hat mir dann ja gesagt, was ich gewinnen könnte. Und dann eine 7-tägige Reise zu verschenken und dann wieder runterzufallen, habe ich gedacht, lohnt sich auch nicht. Und dann bin ich lieber auf Nummer sicher gegangen. Dann machen wir Feierabend. Peru wäre tatsächlich die richtige Antwort gewesen. Peru. Dann war ja alles richtig. War alles richtig. Du hast alles richtig gemacht. Riesenapplaus von Joshua. Es war ein Heiligabend und ungefähr 23 Uhr oder so. Es war alles gelaufen. Die Geschwister waren schon auf ihren Zimmern. Und dann sagte er, ja, ich habe noch was für euch. Und, aber wenn ihr es aufpackt, das ist ganz besonders, dann filme ich das. Und als Dankeschön, dass ihr mir die Reise jetzt, wo ich jetzt gerade war, spendiert habt, möchte ich euch den Gewinn, den ich da gewonnen habe, gerne zurückschenken. Und was das ist in dem Geschenk drin. War nur ein kleines Stück Papier, so die Karte, die ich bekommen habe. Und dementsprechend vermutet man ja nicht direkt neben einem kleinen, dünnen Geschenk so eine Riesensache. Also das geht ins Mittelmeer oder die Kanaren. Wohin genau, weiß ich noch nicht. Das dürfen wir aussuchen. Es war einfach schon sehr, sehr angenehm zu wissen, dass sie sich gefreut haben und dass man irgendwie das Glück hatte zu gewinnen und sowas geben zu können.
Wer wird Millionär ist ja auch eine meiner Lieblingsshows an Bord. Und jetzt kommen wir zu unserer Aktion. Wenn ihr auch mal bei einer unserer Shows mitgemacht habt, überhaupt, was sind eure Lieblingsshows? Packt Bilder hier unten drunter. Wir freuen uns darauf. Und jetzt kommen wir zu den Kids. Die Kids waren auf der Brücke von Aida Vita und da war richtig was los. Wir gehen jetzt den Kapitän besuchen. Ja, und jetzt die Kinder. Kommt mal rein. Guck mal, hier ist ein großer Bildschirm und manchmal da reden wir auch mit anderen Kapitänen. Da läuft das alles hin, dann sehe ich die anderen Kapitäne und die anderen Kapitäne sehen mich. Das fetzt, oder? Ganz nah rankommen an den Hafen, dann steuern wir hier dann mit dem Lenkrad und fest, da steht hier jemand und der macht dann rechts und links. Guck mal hier vorne, der Mann, der hier sitzt, das ist der Lotse. Wollen wir dem mal Hallo sagen? Sag mal Hallo, Herr Lotse. Hallo, Mr. Pilot. Und eins, zwei, drei. So. Das war das Nebelhorn. Nebelhorn, genau. Ist euch das schon mal aufgefallen, was so im Wind weht? Doch, ein Nebelhorn. Weißt du, wie wir an Bord dazu sagen, auf dem Schiff? Das sagen wir nicht Fahne, sondern Flagge. Guck mal, das sind ganz viele Flaggen. Hier ist, guck mal, die Europa-Flagge. Das hier ist zum Beispiel die italienische Flagge. Hier haben wir die Flagge von Norwegen. In welchem Land sind wir denn eigentlich? Norwegen. Genau, deswegen haben wir hier auch die norwegische Flagge. Adelbrader! Schmeckt's euch? Ja! Ja! Und wir sagen tschüss! Tschüss! Ich kenne ja den Boris Henn, unseren Lektor, schon ganz, ganz lange, als er noch beim Fernsehen war. Und ich freue mich immer, wenn er da ist, weil er so toll erzählen kann über die Destination, wo wir sind. Zum Beispiel Helsinki. Guck mal. Es ist natürlich ein Riesenspaß, sich mit diesen elektrischen Rollern durch die Stadt zu bewegen hier in Helsinki. Und unser erster Stopp, das ist die alte Markthalle hier direkt am alten Hafen, 1888 gebaut. Und da drin warten jede Menge finnische Leckereien auf uns. Und da gehen wir jetzt mal rein. Natürlich frischer Fisch, das ist das Wichtigste, was man hier kaufen kann in der Markthalle direkt am alten Hafen. Lachs in allen Variationen, herrlich mariniert, Gravatlachs, ganz, ganz großes Thema. Gibt es auch hier in der Markthalle und man kann das alles probieren. Das ist köstlich. Sehr lecker. Wenn man wirklich so frisches Obst zum Beispiel kaufen möchte oder eben auch frischen Fisch, dann macht man das eben draußen unter offenem Himmel am alten Hafen und da gehen wir jetzt mal hin. Die Marktsaison ist eröffnet hier in Helsinki. Vor einer Woche haben die Marktbeschicker erst ihre Stände aufgebaut. Es sind noch nicht alle wieder da aus dem Winterquartier. Aber die jungen Damen sind da und sie verkaufen frischen Fisch. Muiko, das sind so ganz, ganz kleine Fische, ein bisschen frittiert, also eigentlich nur mit Mehl eingeschlagen und dann in der Bratpfanne gemacht. Und man isst den ganzen Fisch natürlich. Sehr, sehr lecker. Wir sind angekommen an dem Wahrzeichen der finnischen Hauptstadt, dem Weißen Dom von Helsinki. Damals entstanden, als Finnland Teil des Russischen Reiches war. Der damalige Zar wollte eine neue Hauptstadt, wollte Helsinki zur Hauptstadt seines Großfürstentums machen und ließ dann von einem deutschen Architekten, von Karl Ludwig Engel, diesen Senatsplatz entwerfen, eben mit dem Dom, dem weißen klassizistischen Dom und den Gebäuden hier drumherum, heute natürlich einem Touristenmagnet und die Statue von Alexander II. Vom russischen Zaren, die ist natürlich auch hier direkt neben uns. Der Abschluss unserer kleinen Tour durch die finnische Hauptstadt ist natürlich ein süßer Abschluss, denn wir müssen ein traditionelles finnisches Gebäck probieren, Korvapusti. Die bringen übrigens Kilos auf die Waage, das ist eine ganze Mahlzeit und das essen wir jetzt mal. Also Korvapusti hier in Helsinki. Mmh.
Und wenn auch ihr jetzt richtig Lust bekommen habt auf Helsinki oder andere spannende Destinationen oder aufs Schiff oder auf Lektoren, haben wir alles da. Und wenn ihr mehr wissen wollt, geht ihr auf www.aida.de oder ins nächste Reisebüro. Und hier kommt sie, die Verlockung der Woche. Wir starten unsere Reise in der Lagunenstadt Venedig und fahren als erstes zur griechischen Insel Korfu. Danach bringt uns die Route nach Bari. Weiter geht es nach Kroatien. Wir machen Halt in Dubrovnik und Zadar und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Venedig. Hallo Kids, ihr habt Lust auf American Football? Dann habe ich einen tollen Tipp für euch. Ich bin Coach Daniel und vom 14. bis zum 25. Juli mit dem Programm Football Ahoy an Bord der Aida Stella. Wenn ihr zwischen 10 und 15 Jahren alt seid und schon immer mal wissen wolltet, wie viel Spaß das Spiel mit diesem Ledereimer, dann kommt vorbei. Ich zeige es euch. Also ich hoffe, wir sehen uns auf der Aida Stella. Football Ahoy! Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder mit der wunderbarsten Musik von Bord. Und nicht vergessen, hier unten drunter eure tollsten Showbilder von Aida. Viel Spaß bis zur nächsten Woche. Nee.